Thank you.
guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. War völlig in Ordnung. Wir haben heute gegen eine sehr, sehr starke Essener Mannschaft verloren. Ich würde sagen, die beste Essener Mannschaft, die wir dieses Jahr gesehen haben, mindestens gegen uns. Und wir konnten mit unserem Kader absolut nichts dagegen setzen. Das, was wir im ersten Drittel gemacht haben, das war einfach nur ein Witz. Laufbereitschaft hat gefehlt. Kämpferische Einstellung hat gefehlt. Also praktisch alles. Wir haben natürlich, ist das schwer, wir haben Minikader, aber trotzdem, man kann da nicht alles nur entschuldigen. Wir sollten uns besser präsentieren und das haben wir nicht gemacht. Also ich bin sehr enttäuscht. Aber wir haben noch ein Spiel und ich kann nur versprechen, wir werden uns besser präsentieren. Dankeschön. Ja, guten Abend. Danke erstmal für die Blume. Ja, wir haben von Anfang an haben wir gesagt, wir wollen sehr aggressiv in das Spiel reingehen. Das haben wir gemacht. Und haben auch die nötigen Tore dann geschossen. Das zweite Drittel, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mit Eisel wie nichts zu tun gehabt, was wir gespielt haben. Da hat es ein paar laute Worte dann gegeben in der Kabine. Aber unterm Strich bin ich mit dem Spiel zufrieden. Wir haben gewonnen. Das wollten wir. Wir haben 3 Punkte. Von dem her sind wir eigentlich zufrieden. Über die Saison jetzt noch, also wie gesagt, diese Abstiegsrunde ist nicht schön für uns, die zu spielen. Wir müssen es jetzt spielen, wir haben das jetzt angenommen. Und alles außer Platz 1 ist für mich Enttäuschung. Die Mannschaft, hoffe ich, sieht es genauso. Ich werde sie heiß machen und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das auch schaffen werden. Und jetzt wünsche ich allen noch frohe Weihnachten. Und falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch.